Zu unseren Aufgaben hier im Hintergrund in der Schatzkammer gehört nicht nur das Präsentieren und Erhalten und Schützen der Werke, sondern durch wissenschaftliche Untersuchungen und durch eine kunsthistorische Einordnung versuchen wir Hinweise über zum Beispiel eine ehemalige Aufstellung oder Funktion der Stücke zu finden. So helfen wir dann dem Betrachter, direkt in die Objektgeschichte einzutauchen. Zu den spannendsten Werken aus Holz hier in unserer Schatzkammer gehören diese vier geschnitzten Frauenköpfe. Was ich besonders spannend an den Köpfen finde, ist, dass, wenn man genauer hinschaut und sich auch die Bearbeitungsspuren anguckt, man auf einmal ganz neue Rückschlüsse ziehen kann. Eine kunsthistorische Einordnung folgt oftmals einem stilistischen Vergleich. Für einen solchen stilistischen Vergleich schaut man genau auf die Details in der Ausarbeitung, zum Beispiel auf die Ausarbeitung der Gesichtszüge, auf die Ausarbeitung der Haare, der Kleidung oder auch von Schmuck, um so dann das Werk zum Beispiel in eine bestimmte Entstehungszeit oder an einen bestimmten Entstehungsort zuzuordnen. Hier bei diesen Frauenköpfen haben wir ovale Gesichter mit vollen Wangen, wir haben kleine Münder mit ausgeprägtem Oberlippenspalt und Augen, die von starken Augenlidern und ausgeprägten Lidrandstegen gefasst werden. Die Scheidelinie ist durch eine Furche angedeutet. Zu beiden Seiten fallen die Haare in kleinen parallelen Wellen und werden von einem Stirnband zusammengehalten. Sehr ähnliche Details in der Ausarbeitung finden wir bei Werken im Kölner Raum. Die Werke sind im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden. So werden auch unsere vier Frauenköpfe in die gleiche Entstehungszeit, in die gleiche Werkstattgruppe eingeordnet. Nun fragen wir uns natürlich aber auch nach der Funktion dieser Köpfe, die diese einst mal gehabt haben könnten. Hier ist es interessant, die Stücke genauer anzuschauen. Schauen wir auf den Hals der Köpfe, stellen wir fest, dass diese einst mal zu einer größeren Skulptur gehört haben müssen. Sie wurden abgetragen. Beim Blick auf die Unterseite fällt auf, dass wir Spuren vom benutzten Hohleisen erkennen können, die nicht nur bei der Abtragung entstanden sind, sondern eine beabsichtigte Aushöhlung gemacht haben. Bei Skulpturen, die also absichtlich hohl von innen waren, liegt der Gedanke nahe, dass es sich um Reliquiare gehandelt haben könnte. Zur gleichen Zeit sind einige Büstenreliquiare entstanden. So kann man auch hier auf den Schluss kommen, dass diese Köpfe vielleicht einst zu Büstenreliquiaren gehört haben könnten. Dafür spricht auch, dass sie tiefe Bohrungen haben, die bis in den Kopf vordringen, wahrscheinlich auch bis in den Brustraum, und dass sie außerdem relativ ähnlich gestaltet sind, was typisch für Büstenreliquiare ist. Es wurden im ausgehenden 15. Jahrhundert einige Büstenreliquiare gefertigt, so zum Beispiel auch ein Büstenreliquiar aus Metall, was einst auch zum Werdener Schatz gehörte. Dieses Büstenreliquiar aus Metall zeigt die heilige Ida. Wenn wir nun auch die genaue Funktion nicht bestimmen können und die Frage nach einem Standort offen bleiben muss, helfen uns doch diese Hintergrundinformationen, ein wenig mehr über die Köpfe zu erfahren und Rückschlüsse zu ziehen, warum sie einst gefertigt wurden.